Konfetti, ansehen. Sehr gelungen. Tür ansehen. Benutze. Hallo, ich komme hier rein, Alter. Krass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, Ofen. Wir müssen hier das Dingsbums trennen. Den das pfeift, Schlüssel bevor machen. Der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Schön. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Sicherheitskasten. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Und Edna. Damit kommen nur Schade. Ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Leiter. Verbogene Löffel. Hier sieht's aus wie bei Uri Geller unterm Sofa. Der Witz war schlecht. Kann ich mir so einen Löffel nehmen? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Zu ihren Ahnen. Ex-Löffel. Loch. Ansehen. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Rede mit dem Loch. Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Die sehen voll aus wie die aus Disneys Große Pause. Mein Name ist Emilio Sanchez, die Mubbelflub. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtige Hesse. Die sieht aus wie die aus Disneys Große Pause, die im Intro den Tunnel graben, das Loch graben. Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almelio. Kopiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wo sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Stört auch keinen. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ich weiß, wo wir die Tonerde herbekommen. So komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Löffel. Barkeeper hat einen Löffel. Löffel dabei, oder? Glaubst du nicht, dass es Becher im Weg hier rausgeht? Hals und Maulwindows. Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Stets verriegelt. Den Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist stutter als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir. Ein Tunnel ist der schnellste Weg. Okay. Aber wie geht's voran? Ne, das haben wir gerade schon. Einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Du wirst keinen finden. Grab da mit den Händen weiter. Trainiert. Die Hornhaut und Finger. So, okay. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann gehen wir hoch. Zur... Wo auch immer. Gehe zur Treppe. Ich habe keine Ahnung, wo wir auskommen. Da ist die Hintertür. Wir können auch in den Gang, wir können die Tür. Wir gucken uns erstmal die Fußmatte an. Wir machen erstmal die wichtigen Dinge im Leben. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Klingt ziemlich cool. Wir gehen zur Tür. Ja. Ah, Küche! Besteckschrank. Benutzen. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Geil, nimm. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuchen? Ja, gut, die hat der Typ alle unten gerade verböllert. Spüle. Spüle, benutzen wir doch mal die Spüle. Achso, die lässt sich gleich an. Benutze Topf. Nein, wir nehmen den Topf. Der kommt mit. Sag ich doch. Noch ein Topf. Wenig sperrig. Schade. Aber der ist größer. Der gefällt mir besser als der andere. Türspüle, Topf, Topflappen und Handtücher. Alles klauen. Immer erstmal alles klauen. So das erste, was ich bei Deponia gelernt habe. Einfach immer die alles sind mit. Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt. Schande. Geh zum Speiseplan. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwann damit was machen. Aushang, Tür, Aushang, Tür. Sonst sehe ich nur Senf und Ketchup.
hält sich in Grenzen. Aber die Auswahl ist so gigantisch. So, wir gehen mal. Ne, gucken wir uns erst den Aushang an. Hier steht, mal. Heute bekommt jeder sein Leibgericht. Bockwurst! Yippie! Wir gehen erstmal daraus. Wir gehen nicht daraus, das gefällt mir nicht. Wir gehen da rein. Ah, wir sind wieder hier vorne. Okay, alles klar. Pinnwand. Lass mich raten, wenn ich jetzt da hinten reingehe, dann komme ich hinten raus. Ja, gut, das war sehr innovativ. Dann gehen wir an. Ich weiß nicht, was schneller gewesen wäre, ist mir auch egal. Dann gehen wir hier durch und gehen doch mal dahin, was nicht so nett aussieht. Tür, Siggi. Ja, Siggi. Können wir Siggi nehmen? Nee, nicht nehmen. Schau dir lieber mal an. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Okay. Was ist CG Young, Alter? Jung. Und wer ist das da? Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Das ist ein Türschild. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Komm ich da rein? Ich bin Spieleprogrammierer. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Pogi. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogramme. Finde ich geil, dass Sie sich... Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo kommst du eine Anmeldung her? Eine Anmeldung her. Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Da war ich gerade. Okay. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Okay, also das... Der Typ, der sich die Haare läuft, ist der Typ da links oben. Der feine Herr Poki. Der braucht die schon. Stimmt, du brauchst sie nicht, Edna. Du bist schon fertig programmiert. Du brauchst sie nicht mehr. Alles klar. So. Wir sind jetzt wieder im Haupttrakt, okay. Dann muss aufpassen, dass ich nicht durch die Tür gehe. Oh, Edna, du bist abgeschnitten. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite, okay, ja. Wo gibt's denn? Da kriege ich die Elektroschocktherapie. So, da müsste jetzt der Blase sein. Wir haben Zugang zur ganzen... Okay, also. Unten im ersten Stock muss das ausgemacht werden. Und das muss angemacht werden. Was ist denn das für ein Raum? Ich erkenne das gar nicht. Was ist das für ein Raum? Monitorwand, kann ich mir die ansehen? Kann ich mir die Räume anzeigen lassen? Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Ja, soweit war ich auch schon. Okay, also im Fernsehzimmer, das sieht aus wie das Fernsehzimmer. Das ist beim Türsteher. Beim Schlüsseltypen. Okay, also beim Schlüsselmeister muss ich Licht anmachen, im Fernsehzimmer muss ich Licht ausmachen. Dann muss ich unten da noch. Ah, den Raum muss ich noch finden, ne? Der sagt mir gar. Ich bin einfach zu doof, das zu erkennen, glaube ich. Also wenn ich ihn sehe, erkenne ich ihn bestimmt. So ist es nicht. So, wir gehen aber erstmal hoch. Und zwar in das Büro von Dr. Marcel, weil wir haben jetzt nämlich ein Messer. Und wenn das nicht lang und spitz genug... Oh, ich dachte gerade, der wäre raus, ne? Wenn das nicht lang und spitz genug ist, um diese scheiß Schublade aufzumachen, dann gibt's aber einen Rappel. Also, Schublade. Ja, damit kann ich... Boom! Ah, oh, bin ich gut. Ha! Sachen gemerkt. Na, wer sagt's denn? Wir nehmen erstmal alles aus Prinzip Schublade. Ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Was ist noch drin? Mal sehen, was da drin ist. Nichts weiter. Sie ist leer. Das habe ich jetzt nur einen Schlüssel bekommen. Alter Schlüssel.
viele Möglichkeiten haben wir gar nicht mehr. Also vielleicht kriegen wir bei den Akten, kriegen wir noch irgendwie so ein Therapieding her. Wenn sie meint, das ist bei den Akten begraben, aber das muss unterzeichnet sein. Vielleicht können wir unseren Namen einfach draufschreiben. Schlüssel. Der passt hier nicht. Die war auch verschlossen, ne? Passt der da? Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Dann gehen wir rein. Alter. Boah. Ohne Witz, das hat mir jetzt gerade Gänsehaut. Das ist irgendwie creepy, der Raum. Scheiße, kann man hier viel angucken. Ah, das ist... war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Der hat so ein Gedenk... boah, nee, das macht mir jetzt echt Gänsehaut. Boah, das ist unangenehm. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Ja, Sperrmüll ist auch meistens cooler als ohne Witz. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Mist, Sicherheitsglas. Alles klar. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Alter! Putzi muss Harvey verlieren. Ich mag Putzi auch nicht. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alter, die Augen von dem Typen bewegen sich. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mathis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Die aber Augen von dem Gemälde. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Die Augen von dem Typen. Oh ja. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Oh, der Temporal. Ja. Tatsächlich. Tempomorphen. Du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Tempomorphen. Ja, Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Erstmal ist er voll kompliziert, Alter. Halte dich fest. Ich halte mich fest am Tisch. Der ist hoffentlich stabil. Ah, der ist, glaube ich, stabil. Ich habe schon ein paar Mal drauf gehauen, so ist es nicht.